selbst ich auch mal den Namen geändert. Dieses Mal heiße ich Cookie Nuss. Mit meinem Freund, der seinen Namen auch schon wieder geändert hat, Mr. Cookie Nuss. Was geht, Leute? Herzlich willkommen. Yo, YouTube, ich bin's auch wieder am Start mit dem Banger hier. Und wir fahren hier so ein Just-for-Fun-Rennen. Und ja, mal. Wer ist denn das gemacht? Ach du Scheiße. Und ich würde sagen, let's fetch. Das Ganze dient einfach nur zur einzelne Unterhaltung und geht nicht darum, wer wird Erster, wer wird Zweiter, sondern Alter. Einfach nur Just for Fun! Genau, es geht hier einfach nur um Just for Fun und ja, mal schauen, was hier abgeht, Digga! Oh mein Gott, ich hab vergessen zu drücken! Fallschirm! Oh. Scheiße! Ich hänge fest! Scheiße, Mann! Ich hänge fest, ich Digga, ich komm gar nicht weg! Fallschirm. Ich hab vergessen, den Fallschirm zu aktivieren. Ich kam gar nicht weg, Digga. Scheiße. Wie kann man den Fallschirm aktivieren? Weil ich glaube, auf X war das, wenn du in der Luft bist. Kokosnuss und Kokosnuss. Kiko! Wenn die schönste Landung gelegt. Ich hab es geschafft. Ach Scheiße, es geht ja noch weiter. Ich dachte, wir schon Feierabend. Nee, Mann. Jetzt ist er noch hier, aber ich wollte in die rote Mitte, wollte ich. In die goldene Mitte wollte ich landen, aber es ist. Rote Mitte. Oh Scheiße, ich bin natürlich voll gegen Geräusche. Ey, das ist so ein scheiß Rennen, ich sag's dir, Junge. Das macht sowas von kein Just, Alter. Oh, ich dussel, Alter. Jetzt hab ich auf die Bremse gedrückt, ne? Dein Ernst? Oh, der Halutunnel! Der Halutunnel! Ey, ich lande immer irgendwie weiter, als ich eigentlich landen will. Das kotzt richtig an, Mann. Ach ja, und Leute, nicht zu vergessen, unser schönes YouTube-Video, was wir noch vergessen haben zu sagen, das sind die neuen Stunt-Rennen. Das machen wir auch nur, weil wir doppelte XP wollen und Geld brauchen, weil wir so arm sind. So kleine, arme Männleins. Jo. Weil, wie gesagt, neuer Account und ich bin untergefallen. Ja, moin! Ey, wie gesagt, neue Accounts, die passen natürlich dementsprechend zu unserem umbenannten YouTube-Kanal. Ich weiß, Leute, auf meinem Kanal habe ich den schon saumäßig oft umgenannt. Aber es lag einfach damit, ich war nie so wirklich zufrieden mit den Namen. Aber jetzt bin ich zufrieden. Und jetzt wird auch ein besserer Content kommen, weil jetzt ist endlich mein lieber junger Freund auch am Start. So muss das sein, meine Freunde. So muss das sein. Ja, mein Gott, wie so zwei Spasten auf YouTube. Ja, moin. Auf jeden Fall. Und ich habe mich aufs Dach gepackt, schon wieder mal. Hallo. Das heißt jetzt nicht nur, weil wir ein paar, schafft es, weil wir ein paar GTA-Videos machen, dass natürlich unser Clan auf YouTube trotzdem dementsprechend vertreten ist. Unser Clan-Kanal wird jetzt auch aktiver gesetzt, sobald, sobald wir uns alle mal zusammengerafft haben, ein bisschen ausgequatscht haben, wann wir jetzt oder wie wir jetzt zocken. Und der liebe Gordon, der braucht ja noch Call of Duty, das ist leider das Problem. Und dementsprechend zur Überbrückung habe ich mir gedacht, muss mein GTA-Video her? Ja. Es hat mir auch wohl lang genug Überredungskunst gekostet, ne? Wenn ja, mal so das nimmt. Das stimmt. Ihr wisst ja, auf meinem Kanal kommt ja eigentlich nur so MOBA und Call of Duty, aber jetzt muss auch mal was anderes her, was Frisches, weißt? Okay, frisch ist jetzt GTA nicht, aber auf meinem Kanal ist GTA frisch. Oder was man so sagt. Zwei Videos habe ich mal rausgeknallt, was GTA betraf, aber das war jetzt nicht so der Burner. Nein, ich bin zu weit, verdammt! Warum mache ich den Fallschirm auf? Ich dusse. Oh, und schafft er es. Schafft er es in die goldene Mitte. Nein, ich lande viel zu weit! Ist das nicht so? Ich bin Erster! Wollen wir mal den Gordon beobachten? Den Kikonus.
Ja, was machst du, Kleine? Jo, du schaffst es, Digga, du schaffst es. Komm, gib sie ihm, jawohl. Du schaffst es, du schaffst es! Komm schon! Oh. Oh, stellen wegen No Copyright, das gibt's ja gar nicht. So. Da, guck, guck, guck. Siehst du, wie das läuft? So läuft das. So läuft das. Hm? Auch wenn mein Wind schafft zu fahren. Miau. Da guckt euch den mal, guckt euch den mal, wie der schummelt. Das ist halt eine Schmuckratte, ey. Das ist doch eine Schmuckratte. Und Fallschirm. Weißt du, Schilmer, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ich krieg ihn, ich bin schneller als er. Digga. Nein! Arsch gefickt, ja! Ich flieg viel zu weit! Ey, wo will er denn hin? Auf X kannst du auch wieder den Fallschirm lösen, Digga, Mann! Das hast du mir aber früh gesagt, du Wichser! Matrix, Junge, ich bin in der Matrix gelandet. Du bist so ein Wichser, ne? Anstatt das hier einfach zu sagen, weißt du, ich wundere mich, warum fliege ich denn so meilenweit, Alter? Naja, irgendwie muss ich meine Vorteile hier auch mal ausnutzen. Ich kann nicht überhelfen. Oh, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Und mal hier so wieder loslassen. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, jetzt machen wir das. Sehen wir ihn hinter uns aus dem Tunnel schießen? Ja, der braucht ziemlich lang. Nein, noch nicht. Oh. Matrix! Ach, jetzt bist du erst in der Matrix. Komm, nee, und, nee. Und schaff ich den Punkt? Schaff ich den grünen Punkt? Ich schaff genau die Mitte, ich glaub's nicht. Das macht nach. Komm, grüner Punkt, genau die Mitte. Warum habe ich eigentlich jedes Mal Radio an? Das fällt mir erst voll spät auf. YouTube ja, ist da immer auch so kleinlich, was hier die ganze No-Copyright-Geschichte angeht. Ja, aber dafür spielen wir ja die Musik rein, dann hört man den Rest ja nachher nicht mehr. Ja, das stimmt. Da werden sie ja wohl nicht gleich wegen der Klitzekleinigkeit anfangen rumzupissen. Weiß man nie, ne? Das ist YouTube, Alter. Ja, komm. Ist geil. Ja, bremst mir ab, du Blöd! Ey, du. Naja, der war schon, der muss aufpassen nach so einer Abbremsstation, Alter. Der fällt so voll runter. Und was? Vergiss nicht, den Fallschirm auszulösen. Hey, jetzt musste ich unterbrechen, weil ein anderes Profil von mir, ja, mal eben so eine Einladung erhalten hat. Und dementsprechend, kam die Einblendung gerade. Wer hat mir überhaupt eine GTA-Einladung geschickt? Welcher Vollpenner war das jetzt? Genau in dem Moment, Alter. Mann, ich muss echt lernen, meine anderen Profile abzuziehen. Ja, jetzt auf deinem anderen Profil oder was? Ja, ich bin nur noch damit angemeldet. Fuck off. Ja, ey, guck mal, ich hab vorhin nicht umsonst gesagt, meld lieber ab, ist besser. Ja, hör doch auf, auch mal auf Papa. Hier. Kiko. Papa Kiko. Kiko. Papa Kiko. Papa Kiko. Oh, und Mama Kuckuck. Ja. Ja, war ja klar, dass ich immer die Frau bin, weißt du? Papa Kiko und Mama Koko. Ja. Wie Schokokookie, Junge. Wie Schokokookie. Kiko. Geronimo. Cookie. Boah, Junge, du bist schon meilenweit voraus, ne? Das gewinne ich nicht mehr. Nö, ich habe ja vorhin auch nicht gewonnen. Jetzt kannst du auch mal eine Runde verlieren. Ich weiß.
Das ist ja voll umgeschummelt. Das ist ja voll geschummelt. Ah, nee, stimmt, das ist jetzt am Anfang geschummelt. Ja, also kommst du ja eigentlich so zurecht. Ich hab gar nicht geschummelt. Würde ich nur ein bisschen ärgern. Ja, der Wagen ist voll langsam, ne? Jetzt war ich mal in Ego-Perspektive. Ey, das sind übrigens zwei Runden, ne? Kannst dich freuen. Da kannst du mal eine Runde in Ego-Perspektive machen. Okay, dann fahre ich jetzt nochmal normal und die andere Runde in Ego. Ja, die andere habe ich jetzt normal gefahren und läuft, Digga! Ich krieg hier erst auf voll den. Alter, oh mein Gott, ich bin so eine Niete in GTA. Egal, ich krieg 50 RP-Punkte dafür, dass ich einen Scheiß gebaut habe. Aber du, ich kann dir auf jeden Fall sagen, damit zu lenken und genau einen Punkt zu treffen, das wird ein bisschen schwer. Aber ich versuche einfach mal mein Glück. Und löse mal den Fallschirm und oh, ich hab sogar Glück. Runde 2, Ego-Perspektive, I coming. Es ist aber witzig, ey. Mal gucken, wie die Hallo-Halle ist, Alter. Bist du schon im Matrix, Alter? Ich bin schon im Matrix, Alter. Ich sehe nichts. Believe I can fly. Coming, I believe I can fly. Und ich fliege irgendwie ganz komisch, Alter. Ich bin ja am überlegen, ob ich mir diese Kiste kaufe. Nicht hier nicht nur wegen der Waffen, sondern einfach weil die irgendwie mit dem Fallschirm. Eine Kiste, Alter. Na, das Auto, Mensch. Ob ich mir das Auto kaufe, einfach nur aus dem Grund, weil, ey Mann, guck mal, du kannst damit durch die Gegend springen. Und du übergehst dann einfach mal so eine Polizeistraßensperre, wenn du Bock hast, Stress zu schieben. Ich fahre einfach gerade über die Matrix, Digga. Über die Matrix. Du weißt aber schon, dass innen drin der Checkpoint ist und raus. Ja, moin, ich bin im Wasser gelandet. Ja, geil. Ah, ey, so eine geile Scheiße. Und jetzt gibt ja nicht mal Gas. Ich weiß es nicht. Oh, ich hab den Checkpoint noch erwischt, Alter. Ich glaub, ich hab jetzt. Gleich steil wieder runter. Also fliegen. Also fliegen, sag ich mal so. Fliegen in der Ego ist scheiße, Alter. Ja, ich sag doch, Alter, ist voll gewöhnt. Ja moin, mein Auto überschlägt sich erstmal. Wow, stopp. Jetzt komme ich da nicht mehr drauf, oder was? Doch. Hä? Ja, ich hab's gleich geschafft. Ich komme, ey, was ist hier los, Digga? Jetzt muss ich aber mal in der Normalsicht gucken. Gebt euch das, ich bin echt dagegen am Kämpfen, hier nicht runter zu rutschen. Ah, ja, ich hab's geschafft. Ja. Und irgendwie scheint der liebe Kiko raus zu sein. Läuft. Ah, ich muss in die andere Richtung. So Leute, an der Stelle cutte ich das Ganze und hab das auch mal kurz stumm geschaltet. Denn es geht jetzt darum, dass der Gordon ja halt jetzt seine Connection zu den GTA-Servern an der Stelle verloren hatte, warum auch immer, und ich das Rennen so gesehen alleine fortführen müsste. Und da wir das Video zusammen aufgenommen haben, lasse ich das Ganze dann auch so, bleib hier an der Stelle stehen. Und wenn euch das Videoformat gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, geht auf Gordons Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt in den Kommentaren, dass ihr noch mehr haben wollt. Ich würde an der Stelle sagen, ich bin raus, aber bevor ich jetzt komplett schließe, links habt ihr die Möglichkeit, das ältere Video von mir anzugucken, rechts kommt irgendein random Video und in der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Und ich würde mich tierisch freuen darüber. So, ich würde sagen, wieder schauen und reingehauen. Bis zum nächsten Video, ciao.